Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem kontroversen Thema. Simon ist auch am Start, er weiß noch gar nicht, worum es geht. Nee, ich weiß noch gar nichts. Er weiß noch gar nicht, worum es geht. Ein kontroverses Thema, das ist schon mal gut zu wissen. Tja, jetzt bist du hier verhaftet im Wald. Und zwar, was war denn das eigentlich nochmal ganz genau hier? Jetzt erzähl mal ein bisschen mit diesem Fastfood-Experiment bei dir. Ja, Mann, es war für mich ein Selbstexperiment. Es war für mich einfach eine Selbsterfahrung. Okay. Dieses Experiment habe ich für eine Woche gemacht, indem ich mich komplett über Fastfood, über Junkfood, über Fertiggerichte, über Süßigkeiten, über genau diese Dinge, die ich normalerweise aus meiner Ernährung rausgenommen habe, ernährt habe. Also wirklich 100%, ja? Komplett. Also krass. Nicht irgendwie mal ein Tellerchen Reis dazwischen oder sich einen Salat geschnibbelt, sondern einfach nur komplett den gesamten Bedarf über Fastfood gedeckt. Also im Prinzip so wie damals bei diesem Film Super Size Me. Genau. Super Size Me ist sozusagen die Vorlage dafür gewesen. Der hat es ja 30 Tage, glaube ich, gemacht oder so. Hat es aber auch abgebrochen. Frage, ob man das selber sich so lange machen muss. Am Ende, ich habe einen einzigen Körper. Und warum wolltest du das denn machen? Weil ich einfach diese Selbsterfahrung sammeln wollte. Okay. Weil ich einfach momentan an dem Punkt bin, wo ich viele Dinge sicherlich richtig mache, aber auf einem hohen Niveau vielleicht eine Stagnation drin habe. Ja. Also für jemanden, der jetzt gerade mit dem Sport anfängt, mag das überhaupt nicht verständlich sein, aber jemand, der den Sport sehr lange macht, der wird wissen, man wird irgendwann sehr viele Dinge richtig machen, aber trotzdem bewegt sich nichts. Okay. Genau an den Punkt musst du dann einfach auch mal drüber nachdenken, einfach über den Tellerrand schauen. Okay. Und wie reagiert dein Körper, wenn du dir jetzt nur noch Fastfood zuführst? Das weiß keiner. Das weiß keiner, der es nicht ausprobiert hat. Okay. Ja, und diese Selbsterfahrung zu machen, ist aus meiner Sicht eine sehr wertvolle. Ich will noch nichts vorwegnehmen, aber es gibt noch ein Blutbild davon. Ein Vorher-Nachher-Blutbild von mir. Ah, okay, cool. Da will ich aber noch nichts zu sagen, weil das, wie gesagt, nochmal in einem extra Video kommt. Ja. Das Fastfood-Experiment habe ich 8 Tage lang gemacht und das hat mir absolut gereicht. Und das Schöne ist, man hat einfach danach eine andere Einstellung. Eine andere Einstellung, du durchschaust auch so viele Dinge dabei. Was war denn so dein Fazit? Oder sagen wir erstmal so, wie hast du dich denn dabei gefühlt? Hast du auch währenddessen noch trainiert? Ja, klar, ich trainiert natürlich. Ich habe sonst meinen Tagesablauf so weitergemacht. Ich habe trainiert, ich habe gearbeitet, alles so weitergemacht wie bisher. Ja. Mental ist eigentlich das Krasseste. Bloß mental, das kann ich nicht über Videos transportieren. Wie du dich wirklich fühlst, mit welcher Einstellung du an die Sachen rangehst. Ja. Teilweise auch, wie müde man ist. Also, weil mir das einfach fehlt, dann auch regelmäßig meine energiereiche Nahrung zu bekommen. Ja, du hast auch immer so eine Blutzuckerachterbahn die ganze Zeit. Extrem, weil, ne? Du wirst es so extrem merken. Dein Blutzucker geht hoch, geht runter, du kriegst Heißhunger. Du kriegst so eine mega Heißhungerattacke eine halbe Stunde, nachdem du dir irgendwie so ein McDonald's-Eis reingehauen hast und so eine Sachen. Das ist richtig krass. Wie viel Kalorien hast du? Du hast aber trotzdem genauso viel Kalorien gegessen wie normalerweise immer. Ich habe das als Vorsatz genommen. Ich habe es auch zugegeben, habe ich nicht immer geschafft, weil es so schnell geht. Ja. Du hast so eine hohe Energiedichte. Ja. Dazu kommt auch noch mein unglaubliches Hungergefühl. Ich habe ja vorhin schon mal erzählt, ich nehme sehr viel Energie zu mir. Also unter 3000 Kilokalorien kann ich kaum kommen. Und das ganze Experiment habe ich auf 3500 Kilokalorien durchgezogen. Ja. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass man natürlich gerade 3500 Kilokalorien in einer relativ schlechten Qualität zu sich zu nehmen, du bist ständig hungrig. Dir fehlen einfach genau die Lebensmittel, die einen auch satt halten. Ja. Ja. Dir fehlen auch Ballaststoffe zu großen Teilen. Und genau das sind dann halt die Dinge, an denen ich persönlich ganz schnell angeeckt bin. Aber schaut euch auch mal mein Video an, wo ich dann mein Hautbild präsentiert habe. Das habe ich, glaube ich, nach 4 oder 5 Tagen gemacht. Ja? Okay, das verlinke ich mal unter dem Video hier. Genau, da habe ich euch mein Hautbild am Rücken präsentiert. Ich habe einfach genetisch möglicherweise auch eine Veranlagung da. Habe früher in meiner Pubertät auch ordentlich Akne gehabt. Man sieht mir das auch noch jetzt ein bisschen an. Stimmt, aber, ja, ein bisschen. Ja, aber das, normalerweise habe ich meine Haut unter Kontrolle. Mit meiner Ernährung, mit meinem Lifestyle, gar keine Probleme mehr. Es kam sofort wieder, die sind richtig Pickel durchgebrochen. Und woher glaubst du, lag das? Glaubst du, das lag am Zucker oder eher an dem ganzen Industriefett? An diesen räudigen Fetten. Ja. Wirklich, das ist der letzte Müll. Ich weiß genau, dass. Was hast du denn so gegessen, ganz normal? Naja, standardmäßig halt McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King. Ah, okay, also den richtigen. Um mehr Qualität reinzubringen, nachdem es mir einfach nur zum Halse raushing. Ja. Dann bin ich in so ein Dönerrestaurant zu Kaplan, es war gut gewesen. Bin zu Subway gewesen, das war auch gut gewesen, das hat mir auch richtig gut getan. Ja. Beim indischen Restaurant habe ich was bestellt, also so ein Fastfood-Takeaway, wo du auch anrufen kannst, bestellen kannst. War auch richtig lecker, habe ich allerdings danach Kopfschmerzen vom Mononatriumglutamat bekommen. Ah, das ist bei manchen Leuten auch so der Fall. Das hast du nicht, ne? Ja, ja, es gibt sogar ein richtiges Wort dafür, so dieses Glutamat-Kopfschmerz oder so. Ja, genau, da gibt's auch noch. Haben manche Leute, gehen zu so einem China-Imbiss und so, holen sich da das Essen und danach haben sie so die extremst krassesten Kopfschmerzen. Aber du musst eine Sache bei sowas immer bedenken. Ja. Du erzählst eine Sache, die für viele
nicht das ist, was sie hören wollen. Ja? Es wäre viel geiler, wenn ich in einem Video erzähle, ey, ich stopf mich voll mit dem letzten Scheiß. Ich esse wirklich den letzten Müll. Ich esse nur Fast Food und jeden Abend eine Packung Ben & Jerry und sehe trotzdem so aus, wie ich aussehe. Ja. Wenn ich das erzählen würde, was meint ihr, wie viele Leute sagen würden, oh, den Jungen feiere ich, genauso will ich auch, übertrieben geil. Das ist genau, was ich auch haben möchte. Den Lifestyle will ich auch leben. So wie er das macht, muss das ja funktionieren. Ja. Aber dann bin ich lieber ehrlich und sage, ich mache schon sehr viele Dinge richtig und ernte dafür die Erfolge. Ja. Und das ist der Weg, mit dem man erfolgreich ist. Anstatt euch zu erzählen, dass es einfach so simpel ist, man frisst den letzten Dreck, man frisst wirklich genau das, was einem die Werbeindustrie vorlügt und erntet aber Top-Ergebnisse mit minderwertigster Nahrung. Ja? Also das heißt, du hast es dann auch, obwohl es halt jetzt ein kurzer Zeitraum war, du hast es dann trotzdem aber gemerkt, jetzt rein trainingstechnisch auch und irgendwie, oder am Körper? Bei den ersten 3-4 Wiederholungen merkst du keinen Unterschied. Ja. Bei der 7. und 8. Wiederholung merkst du es und wenn du dann noch weitergehen willst, es kommt natürlich auch mal darauf an, wie du trainierst, welche Phase du gerade in deinem Trainingsplan machst, aber ich habe es am Anfang nicht gemerkt und nach hinten raus habe ich einfach gemerkt, dass mir da vielleicht auch, was die Glykogenspeicher angeht, diese richtige Füllung fehlt, also auch wirklich die Kraftreserven zu haben. Wie viel mental ist, wie viel dieser sogenannte Placebo-Effekt im Kopf. Na klar, der ist extrem. Also viele, und das ist ja interessant bei Placebo, was immer viele missverstehen bei Placebo. Placebo bedeutet ja nicht, dass man irgendwie dran glaubt und dann sozusagen auf magische Art und Weise irgendwie irgendwelche anderen Dinge unternimmt, die dann dazu führen, dass es funktioniert. Nein, Placebo bedeutet tatsächlich, dass man, wenn man dran glaubt, auch im Körper nachweisen kann, dass es dann das solche Effekte gibt. Ja, das ist das Krasse bei. Aber eine Sache, die ich noch fragen wollte, ich habe mir ja so, ich habe das nicht richtig verfolgt, ich habe nur so 2-3 Videos gesehen, aber warum, da war ja, warum ist es auf so große Kritik gestoßen? Waren die einfach sauer, dass du dich so scheiße ernährt hast? Oder ja, weil du es vorher abgebrochen hast? Oder warum sind die Leute so ausgeflippt? Das ist einfach genau das, was viele nicht hören wollen, aber das sind halt die Leute, die kann ich auch nicht erreichen. Wenn ich mit dem Fastfood-Experiment, und das habe ich, auch nur ein oder zwei Leuten aufgezeigt habe, dass die Ernährungsweise nicht das ist, was ein Mensch braucht, das ist nicht artgerecht, dann habe ich was gewonnen und das habe ich gewonnen. Dass dabei ganz viele Leute sich natürlich auf den Schlips getreten fühlen und genau das, was die Pampe, die sie sich gerne reinstopfen, jetzt vor Augen geführt bekommen, dass es der größte Rotz ist. Aber da kann ich nicht helfen. Was soll ich dazu noch sagen? Ich meine, das ist einfach ein kontroverses Thema. Aber da kann ich nur ehrlich sein am Ende des Tages und genau so sagen, wie es ist. Und es ist vielleicht nicht die Meinung, mit der ich auf die meisten positiven Resonanzen stoße, aber es ist die Meinung, die ich immer vertreten werde. Aber glaubst du nicht, dass die Zuschauer irgendwie, dass die eher meinten, dass quasi man ja nicht immer so viel frisst? Also du hast dich ja wirklich hundertprozentig davon ernährt. Genau. Was sagst du denn, wenn jetzt zum Beispiel ich 90% mich gut ernähre und dann vielleicht nur ab und zu mal so ein Ben & Jerry's? Ja, das ist, doch genau die Ernährung, die ich habe. Ach so. Also ich ernähre mich. Aber dann frage ich mich ganz ehrlich, dann bin ich jetzt kurz davor, so die Intelligenz einiger Zuschauer bei dir anzuzweifeln. Ja, weil wer von denen ernährt sich denn sozusagen konstant nur von Scheiße und guckt dann Muskelaufbau-Videos und denkt, da wird irgendwie sonderlich viel passieren? Bei so einem Experiment überspitzt du die Sachen, das ist doch klar, dass man das überspitzt. Okay. Die Intelligenz von meinen Zuschauern möchte ich gar nicht in Frage stellen, die sind wirklich cool drauf, aber du hast natürlich immer. Nein, einigen. Die hast du dabei. Ich meinte einige. Ja. Ich könnte in jedem Video wiederholen. Ja. Ich habe gesprochen von If It Fits Your Macros im engsten Sinne, in dem es immer wieder... Ach so, darum geht's. Na dann sag's doch. Ja, das habe ich doch tausendmal gesagt, weißt du? Nee, ich wusste jetzt nicht, dass du mit... Das könnte ich alle 5 Minuten wiederholen, damit sich die eine Hälfte darüber beschwert, dass ich es alle 5 Minuten wiederhole und die andere Hälfte sich darüber beschwert, dass ich es nicht oft genug betont habe. Es ist wie mit der Freundin. Egal, wie du es machst, ist nie perfekt. Ja, genau. Ja. Es ist wirklich genau so. Also manchmal kommt es mir auch so vor, dass ich dann sage, oh, dann ist das mal wirklich entspannt, mit Sarah Zeit zu verbringen und mir dann ruhig lieber den in Anführungsstrichen Zickenterror mal zu geben. Da weiß ich einfach, worauf ich mich einlasse bei einer Blondine. Ja. Ja, weil in der Temperatur. Nee, noch viel schlimmer. Ja. Noch viel schlimmer ist, kennst du das, wenn du jetzt zum Beispiel den Abwasch machen sollst oder so, ja? Ich habe das zum Beispiel ganz oft. Oder beziehungsweise nicht Abwasch machen sollst, aber du denkst so, okay, ich mache jetzt auch mal was im Haushalt, ja? Und gehst so in die Küche, ja?
und machst den ganzen Abwasch, räumst die Spülmaschine ein, trocknest ab und machst richtig viel. Und dann freust du dich, während du das schon machst, denkst du so, boah geil, jetzt wird sich deine Freundin gleich richtig so das angucken, wenn sie irgendwie vom Spielplatz zurückkommt mit dem Kleinen und so und wird voll begeistert sein, dass du so voll viel gemacht hast. Und dann kommt sie so rein und sie sagt so, warum hast denn du die eine Pfanne da hinten vergessen? Warum hast denn du die nicht mit abgewaschen? Ja. Und du denkst dir so, Alter, ich mache nie wieder einen Finger krumm, weil dann werde ich wenigstens nicht kritisiert. Das ist ja schön und sehr beruhigend, dass es anderen Männern auch so geht. Okay, also mit anderen Worten, das Experiment war im Prinzip einfach nur, um zu gucken, wie reagiert dein Körper aus Fast Food. Und das hast du sozusagen getan. Ihr könnt euch jetzt Video ja mal oder die Videoreihe bei Simon mal angucken. Ich verlinke sie unter dem Video hier. Schaut euch das an. Gibt es eine Playlist irgendwie? Oder? Ich habe jetzt eine Playlist gemacht. Okay. Hat auf jeden Fall sehr viele Klicks bekommen, das Ganze. Und du hast auch keinen Werbevertrag mit Kellogg's oder so? Wo? Nein, okay. Ich glaub, das würde doch ausschlagen. Ich habe ja mal eine Menge Aufmerksamkeit bekommen, so die ganzen Sachen, die bei mir normalerweise sowieso nicht gekauft werden. Ja. Ich habe auch recht viel Geld ausgegeben. Ja, übrigens. Ja. Fast Food ist teuer. Das ist richtig teuer. Richtig teuer dafür, dass du so wenig satt wirst und so wenig bekommst. Und deswegen, wenn eigentlich eine gesunde Ernährung ist, schon relativ günstig. Also wenn ich mir überlege, mit 150 Euro im Monat, da sind wir schon beim nächsten Thema, qualitativ richtig gut rüber und kauf dann auch mal Bio-Sachen. Also jetzt bin ich vielleicht Bio-Gemüse, aber bei bestimmten Produkten dann doch Bio. So bei Äpfeln und sowas achte ich mittlerweile schon recht doll drauf. Da hinten ist der. Ah, okay. Ja, das kann ich euch nur sagen. 150 Euro Budget im Monat und ihr ernährt euch wirklich wie ein König. Oder krass. Ihr gebt irgendwie 350 Euro aus und seid die ganze Zeit am Fastfood essen, seid kaum satt und macht euch eure Blutwerte. Dazu sage ich noch nichts, aber wie gesagt, das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Und dass ich auch hin und wieder essen gehe, das ist klar. Für mich ist zum Beispiel Pizza auch kein Fastfood. Ja, ich bin der absolute Pizzaliebhaber. Ja. Für mich ist es so eine hohe Kunst, eine gute Pizza zu machen. Kommt ja auch auf die Qualität an. Ne? Es kommt mega auf die Qualität. Wenn du selber eine Pizza machst. Von Restaurante und Wagner. Genau. Du schmeckst auch ganz anders. Boden. Du bist mega geil. Wenn Nadja zum Beispiel bei uns selber Pizza macht, dann rollt sie den Teig selber aus und so. Und da wird auch nicht so viel Fett drauf geknallt und so. Dann bist du nach einer Pizza richtig wohl gesättigt und hast aber nicht diesen Völle-Effekt wie bei so diesen Fertigdingern. Ja, aber eine andere Sache. 3-4 Mal im Monat eine Pizza. Das ist wirklich kein Thema. Was ich aber noch interessant fand, war das ganze Thema mit Kosten. Da muss ich dich jetzt auch noch mal ein bisschen festnageln, weil das habe ich nämlich auch neulich hinter einem Video bekommen, was ich dazu gemacht habe. Und das wollte ich auch immer an dieser Stelle sagen. Guck mal, du musst einfach es. Sozusagen, wenn du das zu kompliziert siehst, also als Zuschauer, sagst du so, gesunde Ernährung, das, was sozusagen Simon irgendwie in seinen Videos immer zeigt, so gute Bio-Eier oder das und das, ist ja alles zu teuer, ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel dir eine Fertigpizza kaufst, was kostet die? Die kostet irgendwie, also es gibt auch billigere, es gibt auch welche schon für 1 Euro, aber dann überleg mal, 1 Euro, dann rechne mal genau aus, 1 Euro, Kalorien, Nährwerte und so weiter von dieser Pizza und wie satt du davon bist. Ja. Und dann überleg mal, du kannst dir für 1 Euro kaufst du dir eine Packung Haferflocken, einen Magerquark und einen Apfel. Dann hast du mehr Kalorien, mehr Nährwerte und vor allem, du kannst die Haferflocken noch am Tag danach essen, weil du isst ja nicht gleich 500 Gramm. Ja? Und mit solchen einfachen Sachen fängt es dann an. Und am Ende kommst du wirklich darauf, dass wenn du dich halt gesund ernährst, na klar, wenn du jeden Tag gutes Fleisch essen willst, dann ist es teuer. Das ist ganz klar. Aber so die Basics, Haferflocken, Apfel, Magerquark, Leinsamen, gute Gemüse und so weiter. Das kannst du auch alles für wenig Geld kaufen. Ne? Ja, Ernährung ist so günstig in Deutschland. Ja. Und ich verstehe es nicht, dass sich viele Leute darüber beschweren. Ich bin zum Beispiel persönlich weggekommen von Fleisch. Aber viele meiner... Umfeld, das ist noch das nächste Video. Warte mal. Genau. Das ist wirklich schon mal ein Thema für sich. Da will ich auch gar nicht diesen Missionar machen oder so, weißt du? Das ist ja gar nicht so mein Zweck oder so. Ich will auch gar nicht sagen, dass es das Beste ist, kein Fleisch zu essen. Ja. Aber es kommt halt auch die Qualität drauf an. Und wir können uns in Deutschland oder auch in Österreich und der Schweiz so günstig Nahrungsmittel kaufen, auch ein Hartz-IV-Einkommen. Wobei es in Österreich, gut zu ernähren. Wobei es in Österreich, Alter, da musst du mal gucken, in Österreich ist es schon deutlich teurer als in Deutschland. Ja, da sind die Einkommen auch ein bisschen stärker. Ja, das weiß ich nicht genau, aber ich weiß halt, ich bin ja öfters in Österreich und wenn du da in den Laden gehst,
Da sind wirklich die Preise, also jetzt kaufst du eine Packung Mandeln oder so, die Preise sind 30-50% teurer als in Deutschland. Ja, ne? Wie in der Schweiz, das ja. ist auch ähnlich. Ja. Okay, na gut, dann vielen Dank für dieses kleine Statement zum Thema Fastfood-Experiment und Kosten von Nahrungsmitteln. Abonniert mal Simon, wenn ihr das Ganze sehen wollt. Ich verlinke es auch unter dem Video. Schreibt mir ein paar böse Kommentare unter mein Video. Reicht ja, macht es, genau. Reicht euch ein in die Riege der böse Kommentare-Schreiber. Wir sehen uns. Okay, haut rein, ciao.